Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Clash of Clans. Ja, wie ihr seht, ich habe mich schon ein kleines bisschen erweitert. Und wie vorher gesagt, der Krieg ist zu Ende. Und Niederlage 64 zu 96. Ich finde es, na gut. Wir sind über die Hälfte gekommen. Also, so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Also, 64 zu 96 ist doch nicht so extrem weit entfernt, wie ich dachte. Wir haben sozusagen nicht haushoch verloren, aber wir haben immer noch verloren. Und ich denke, dass der nächste Clankrieg ein bisschen warten wird. Also, das wird ein bisschen dauern, bis wir den nächsten machen, zumindest ein bisschen besser aufgebaut sind. Und ich habe auch gesehen, danach sind auch gleich viele Gang. Umso besser, da können die nächsten nachrutschen. Wie ihr reinkommt, wisst ihr natürlich, habe ich ja in einer Folge erklärt. Und ich bin zumindest jetzt immer noch nicht mehr letzter, das ist ganz praktisch. Ein paar sind rausgegangen, also, ich kann nicht verlieren, ich kann nicht verlieren, sind dann rausgegangen. Pech gehabt. So, habe gesehen, ein paar Plätze sind frei, ich muss mich sowieso mal umgucken. Ich kann erst wieder weiterbauen, wenn mein Rathaus endlich fertig ist. Das dauert noch einen Tag und eine Stunde. Also wird es morgen fertig sein. Habe jetzt noch ein Schild, was ich nicht gerade wegdeppern will. Und ich kann immer außenrum mal ein bisschen was wegmachen. Kann ja mal da mal reingucken, wo wir noch ein paar Punkte ordentlich gemacht haben. Ich kann mal kurz reinschnicken hier. Karte ansehen. Ja, uns haben sie ein bisschen weggebelzt. Aber der ganz Große wurde angegriffen hier. Kann man eine Wiederholung machen? Wer hat denn ihn angegriffen? Gucken wir mal mit ein bisschen der Zeitraffer hier. Oh. Mandy. Jo, Mandy. Mandy. Ich spule mal ein bisschen rein. Überall ein bisschen verteilt. Jetzt kommen sie alle. Ich spule das mal ein bisschen rein. Ah, da war die Base weg. Schön, die Base weggedonnert. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ach, da war er weg. Schade. Sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Gerne mal gucken, was hier noch so. Was ist denn hier? Die größeren, die interessieren mich am meisten. Wer hat denn hier was gemacht? Ein Koiki. Hat Koiki angegriffen. Ging aber gut ab. Gerade gesehen, da oben war die Sprengfalle, also das Katapult losgegangen. Da waren schon wieder einige weg gewesen, weil sie alle auf einem Haufen waren. Sah auch nicht schlecht aus, ohne Mist. Hat auf jeden Fall gut reingedonnert. Hier wurden ein paar gar nicht angegriffen. Das könnte vielleicht auch mal das Problem sein, dass immer nur die Großen angegriffen werden. Also, dass die Größeren immer erst angegriffen werden. Wir hätten uns mehr um die Kleinen kümmern sollen. Das hätte uns mehr Sterne gemacht. Ich guck mal bei uns. Ja, hier wurden die Großen auch angegriffen. Aber die Kleinen, die hat's alle bei uns erwischt. Und das ist vielleicht das größte Problem da dran. Außer. Da muss ich jetzt mal reingucken hier. Hat er gar keinen Stern verdient, der Feind. Ja.
gar nicht schlecht. Also da muss ich sagen, also die kleinste Burg wurde am besten verteidigt, muss ich jetzt ehrlich mal so zugeben. Mich haben sie auch geschrotet, ich kann aber kurz... Oh, mich haben sie komplett auseinandergenommen. Da muss ich jetzt auch mal reingucken hier, dass es selber mir peinlich sein kann. Ah, ich sage dazu, ich hatte noch keine Flugabwehr zu der Zeit. Das ist mein Verhängnis gewesen. Ja, das war kacke. Ich hatte noch keine Flugabwehr. Die habe ich erst jetzt bekommen. Die ist hier gerade im Aufbau. Aber die hatte ich vorher noch nicht. Die habe ich erst jetzt bekommen. Deswegen... ein bisschen doof. Was geht denn hier? Der Vetter Jack hat noch nie Truppen angefordert, schreibt er. Was hast du denn da gemacht? Jetzt muss ich mal reingucken. Du bist zufällig gerade in der Zeit online, wo ich aufnehme. Schön alles mit den Drachen weggemäht hat, weil können wir mal gucken. Der Luftabwehr ist recht wenig. Da vorne haben wir eins, zwei. Zweimal Luftabwehr und ein paar Türme. Mit so viel Drachen hat er echt keine Chance gehabt. Sah gut aus. Gut. Mach das hier nochmal alles weg hier außenrum. Denn ich muss warten, bis in einem Tag meine Base fertig ist, dass ich ein bisschen weiterbauen kann. Ist gerade ein bisschen blöd, ne? Komm, ich setze mal ein bisschen Zeug jetzt ein. Ich mache jetzt ein bisschen was weg. Ich will warten 10 Sekunden. Moment. Sammel doch ein bisschen. Ja, da war halt nicht so taktisch alles ein bisschen unklug. Ich werde mal... Oh. Ich werde das mal machen, dass in den nächsten Clan-Krieg die Besten reingeschickt werden. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ein Krieg beginnen. Beginn ein Krieg. Muss mal ganz kurz reingucken. Vetter Jack, auch wenn du gut bist, du musst dich ab und zu mal auf dabei reinklicken. Weil ich sehe immer, dass hier so viele raus sind. Die haben immer keinen Bock. Und wenn ich sehe, die Kleinen unten, na gut, sind auch immer ein paar raus. Gut, der nächste Clankrieg wird, denke ich mal, in 2 Wochen sein. In der Zeit dürften alle weit vorangeschritten sein, wenn nicht alle irgendwie ein bisschen faul werden. Das wäre nämlich ganz praktisch, dann können wir jetzt mal richtig was starten. Liegt halt immer da an der kompletten Truppe, nicht am Einzelnen. Wer wo mitmacht, wer was macht und alles drum und dran. Das hat auch nicht groß viel mit Absprache zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass alle mitmachen. Gerade in den hohen Rängen. In den niedrigen Rängen ist es nicht ganz so schlimm, weil andere haben gesagt, nee, lieber nicht. Aber gerade in den hohen Dingern, da ist es nämlich sehr wertvoll. Oh, 3 Juwelen bekommen. Dass dann doch alle mitziehen. Ich werde nämlich, denke ich mal, das nächste Mal die ersten 10 reinschicken. Und ich wünsche dann auch, dass die ersten 10 auf bereit sind. Und nicht, ich bin raus, anklicken. Das ist nämlich ganz schön doof. Sonst macht das ja alles keinen Sinn. Wir wollen ja auch mal ein paar Clan-Kriege gewinnen. Wir sind ja vorher immer nur mit 40 reingegangen. Und dann versuchen wir mal mit 10. Ihr könnt das nämlich anklicken, wie ihr gerade seht. Dabei oder raus. Und dann macht mal bitte auf dabei. Damit wir auch mal hier irgendwo mal eine Chance haben, ne? Ich habe ja versucht, mein Bestes zu geben, aber ihr seht, soweit bin ich noch nicht, dass ich irgendwo was ausrichten könnte. Na gut, ich mache mal folgendes Päuschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder in der taktischen Planung. Lasst ein Däumchen, ihr Fläumchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.